hallo zusammen zur neuesten Ausgabe vom Swiss News TV Kompakt. Das mal mit einem neuen bzw. alten Gesicht. Der hat es einfach schon eine Zeit nicht mehr gesehen. Das ist nämlich Luca, Moderator, Kameramann, ziemlich alles ist bei uns eigentlich. Herzlich willkommen zurück. Danke. Wieso bist du jetzt so lange weg von der Fernsehwelt? Ich habe ein Austausch gemacht in Amerika. Und ja. Wenn du auf Amerika gehst, die reden dort nicht Deutsch, sondern Englisch. Ja, genau. Wie ist das dort mit dem Umgang mit dieser Sprache? Am Anfang vor allem? Also am Anfang hatte ich ab und zu recht Probleme gehabt, vor allem in der Schule oder so. Weil es eine Mathematik hat Begriffe gegeben, die ich noch nie gehört habe. Und wo mich jetzt auch nicht mehr daran erinnere. Oder auch eben Naturkunde oder so. Auch Wörter, die ich wirklich noch nie gehört habe. Aber es ist im Großen und Ganzen, so in einer normalen Konversation, ist eigentlich recht gut gegangen. Aber der Dialekt ist ja sicher auch noch recht speziell. Also, merkt man nicht so einen Unterschied? Es geht jetzt. Also ich war zuerst 2 Wochen in Boston. Das hat so ein bisschen englischen Akzent. Aber im Mittleren Westen, wo ich jetzt bin, sehe ich mehr so einen Farmer-Slang. Ja, ja. Aber den brauchen sie nicht wirklich die ganze Zeit. Von dem her könntest du jetzt eigentlich das Interview auf Englisch machen? Theoretisch schon. Ja. Wir lernen eben das Englisch, vor allem in der Schule. Dort ist es gut gegangen mit dem Englisch, nach dem Anfang. Ja, also nach den ersten paar Monaten ist es dann schon ringen gegangen. Einfach wenn du so drüber kam ins Englisch und dann hast du auch von überlegen Englisch und dann geht es sehr viel schneller. Was genau hat es für dich gebraucht, dass du den Sprung gewagt hast über einen grossen Teich und das Austauschjahr gemacht hast? Also ja, Amerika ist schon immer so als Traumland gesehen. Ja. Also ich war schon früher kurz in der 4. Klasse. Und dann hat es mich mal Wunder genommen, wie das wirklich ist. Und dann habe ich entschieden, ein Jahr rüber zu gehen. Wie ist die Zeit so gesehen? Ist es schnell durchgegangen? Normal? Also es war unterschiedlich. So, durch den Winter durch ist es recht langsam vorbeigegangen. Weil es ist nicht wirklich viel etwas gelaufen. Mhm. Und es ist auch einfach die Zeit ist langsam vorbeigegangen. Aber nach dem Sommer und Anfangsjahr aus dem Sommer ist es recht schnell vorbeigegangen, weil ich auch Sport gemacht und alles. Ja. Und dann geht die Zeit rasend schnell vorbei. Wie ist das der Unterschied im Klima zwischen Herbst und Sommer und Winter, besser gesagt? Also ist auch schon noch heftig? Ja, es sind nicht so die Übergänge, wie wir haben. Also bei uns gibt es ja so einen Monat Sommer und nach der Rest ist so Winter, Herbst, Frühling. Und bei uns ist es einfach wirklich so 4, 5, 6 Monate. Wirklich richtig warm. Also wir hatten jetzt auch, bevor ich zurückbekomme, die 40 Grad herum. Und der Winter ist im Gegensatz ziemlich kalt. Wir haben das höchste als tiefste minus 20 Grad gesehen. Und der ist wirklich, der ist sogar im Haus in der Heizung nicht mehr gebracht. Irgendwie. Heizt normale Holzheizung schon nicht mehr, oder? Nein, die alle mit der Elektronik heizen. Wo hast du denn genau gewohnt? Bei der Gastfamilie sicher, oder? Genau, und wo genau in Amerika? Also ich habe mit meiner Gastfamilie zusammengelebt. Das war mein Gastvater und meine 2 Gastgeschwister und meine Gastmutter. Mhm. Und das war in Nebraska. Und das ist wirklich, wenn du so die Karte vor dir hast von Amerika, ist das direkt in der Mitte. Ziemlich in der Mitte. Ja, genau. Hast du das können wählen, wo ich her will, in der Westost, oder bist du da eingeteilt worden? Wir hätten es wählen können, aber ich habe gesagt, mir ist eigentlich egal, wo das in Amerika herkommen. Jetzt habe ich wirklich das extreme Amerika erfahren, sozusagen. Und vor allem das ländliche halt, oder? Ja, genau. Das Gegenteil von Boston, wo du am Anfang bist, gesehen. Dann bist du in der grossen Weite, oder? Ja, genau. Dort ist sicher auch viel Landwirtschaftsthema, oder? Das ist so eigentlich in Schule und auch sonst in Freizeit und so dreht sich recht viel über Landwirtschaft. Hm. Es gibt Fächer in Schule, die helfen, dass aus diesen Kindern gute Farmen können werden. Ja. Oder es gibt einen Club, der heisst FFA, das heisst Future Farmer of America. Und das ist auch so ein Club, einfach, wo das fördert. Amerika, sagen wir mal so, ein typisches Vorurteil, sagen wir mal, dicke Leute, grosse Autos, viel Benzinverbrauch, Fast Food halt vor allem. Genau. Stimmt das alles oder gibt es auch das andere Amerika? Also ich sage immer, es ist ein Land von den Extremen. Ja. Entweder hat ein Auto, das wirklich Welt zu viel Benzin verbraucht oder irgendein Öko-Auto wirklich gar nicht verbraucht. Oder da gibt es wirklich ganz fette Leute, die so denken, was machen die mit ihrem Leben? Oder da gibt es die, die wirklich richtig durchtrainiert sind und jeden Tag Fitness machen oder irgendeinen anderen Sport. Hat man das Gefühl, dass sie in Angst mit dem Status vergleichen?
Also wenn jetzt der eine das grössere Auto hat als der andere? Würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke, es ist einfach der Lifestyle, der anders ist. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, Konkurrenz wäre das grössere Auto oder so irgendetwas. Du hast die Schulfächer angesprochen. Was gibt es denn alles so, was es hier nicht gibt? Wir haben hier Deutsch einfach und Sprache und Rechnen, was auch immer. Aber Amerika sind ja ganz speziell noch mit diversen Fächern. Also in Amerika war es so, dass sie haben Mathematik verschiedene Fächer unterteilt sozusagen. Mhm. Eben Algebra und Geometrie und das Ganze. Das macht man wie normalerweise nicht in Oberstufe. Mhm. Einfach alles bei einer normalerweise. Ja, ja, genau. Und dann können sie eben die Sachen, die Landwirtschaft fördern. Eben so Naturkunde und das Ganze ist eigentlich viel mehr vertieft. Und ja, das ist eigentlich so der grösste Unterschied. Sonst ist eigentlich das meiste recht ähnlich. Du bist nicht nur auf der faulen Haut gehockt in Amerika, sondern hast auch ab und zu ein Film auf YouTube gestellt. Genau. Ich soll es, wenn wir jetzt reinschauen, wir sehen dort den Tagesablauf, eigentlich, wie du morgen aufstehst, in die Schule gehst. Ja. Wie hast du das gemacht dort? Hast du Internet da zur Verfügung gehabt für das? Also das Internet war extrem schnell gewesen, im Vergleich zu hier in der Schweiz. Ja. Also ist wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass es mit dem Land so gut wäre. Und auch sonst, das, was ich kann, hat eigentlich gelangt, für das Video zu machen. Ich würde sagen, schauen wir doch das Video in den Alltag von Luca. I've walked through the valleys of the wilderness in time, only to find out that you have love in places I can't describe. Yeah. I need you. It's the sunrise. I just wanted to let you know I love you. Don't ever let go, 'cause the sun don't shine when you're not around mine. So der Einblick, wie das so abläuft in dieser Schule. Ja, genau. Du hast eine gute Klasse gehabt, gut getroffen. Ja, eigentlich schon ziemlich gut. Also es war so, dass ich bin eigentlich bei den Seniors war, also bei den Ältesten. Mhm. Aber ich hatte Klassen mit allen 4 Stufen. Haben wir dort alle 9 Schuljahre? Oder ist das noch mehr zum Teil? Oder? Dort hat man 2 Kindergartenjahre und dann, also so wie hier. Und dann haben sie 8 Jahre, wo sie einfach nochmal so wie bei uns in die Grundschule gehen. Und dann noch 4 Jahre, wo sie einfach in die Highschool gehen. Die Schulen sind anders, das Klima ist anders, die Musik ist anders. Ja. Wie genau bist du mit Musik so in Kontakt gekommen? Also Musik lasse ich dort entweder irgend Hip-Hop oder so, also so wie wir hier, würde ich mal sagen. Oder nach der Country-Music. Und Country-Music ist so etwas, was ich denke zuerst, ja, so, einfach so etwas Fremdes, so etwas, was ich nicht so gekannt habe. Aber es ist schon. Das ist schon gut, man gewöhnt sich schnell dran. Ja, ja. Und es ist jetzt nicht so, dass irgendwie das so alte Country-Musik ist, so mit, mit der Gitarre oder irgend so. Es hat schon gewisse elektronische Parts drin oder irgendwie ein bisschen wetziger, kann man sagen. Es hat recht einen höheren Stellenwert, der Country in Amerika. Ja, oder? Vor allem im Mittleren Westen hat das sehr grosse Werte. Neben dem Essen natürlich. Ja, ja, genau. Apropos Essen, was hat es oben gegeben um die Nacht? Immer das Gleiche? Fettige, feine Essen. Also zum Nacht hat es meistens irgendwie ein Barbecue gegeben. Vor allem im Sommer. Da hat der Gastvater schon heim auf dem Arbeiten und hat irgendetwas auf den Grill geschossen. Ja. Und das war eigentlich schon das richtig gut gesehen. Und im Winter hat es meistens so normale Gerichte gegeben, so Nudeln und so.
Und am Morgen auch schon richtig deftig meistens, oder? Ja, am Morgen, je nachdem, wenn wir Schule hatten, haben wir eher etwas Kleineres gehabt. Einfach irgendwie ein Stück Brot und irgendwie Konfi und so ja. Zeugs. Aber am Wochenende jetzt schon so Speck und Eier und Waffeln und alles so Zeug. Du hast die Wiederwahl von Obama miterlebt, gell? Nein. Nicht? Nein, das mal. Ist erst irgendwie... Ist das noch später? Das ist ein bisschen später, ja. Aber gleich. Spürt man so ein bisschen die verschiedenen, wie sagt man, nicht Departements, sondern eben die Parteien, die verschiedenen. Die kannst du so klein teilen, glaube ich, geografisch. Dort sind extrem, so die ja, Konservativen extrem. Und dort, wie hast du das gespürt? Also am Anfang in Boston war alles so demokratisch und offen, mhm. Und offen für Neues. Und dort, wo ich nachher herbekomme, war alles republikanisch. Und die sind wirklich, die haben einen Hass gegen Obama, gegen Demokratie, also ja. Gegen die demokratische Partei. Ja, also du merkst schon, dass, irgendwie, dass sie etwas konservativer sind. Was denkst du, schafft es Obama nochmal in 3 Jahren wieder gewählt zu werden? Ist nicht möglich und wenn, also ich denke eher nicht. Minder weniger. Ja. Gesetz und Recht sind etwas anders als hier in Europa. Zum Beispiel darfst du in einem gewissen Staat nicht an einer sonntigen Frau böse in die Augen schauen. Genau, ja. Hast du mit so Gesetz auch Kontakt gehabt? Also jetzt persönlich einfach im Internet nachgelesen oder irgendwie von Kollegen erfahren irgendwie. Und es gibt das Gesetz in Nebraska zum Beispiel, dass du keine Walfische darfst töten. Und ich meine, fing zuerst mal ein, das ja, ist Nebraska. Genau. Ja, ohne Meer oder ohne grossen See. Wird es noch schwierig. Ja, genau. Du musst ein bohren und dann kommt rein. Autofahren aber darf sicher schon mit 16. Mit 16. Also es ist unterschiedlich, die Leute schon mit 14, wenn sie weit auf dem Land wohnen und ja. Mit dem Schulweg haben, dann können sie auch in die Schule fahren. Hast du den Schritt gewagt, hinter das Lenkrad? Ja, also ich habe die Prüfung angefangen, aber nach so, also, es hat mir nicht mehr gelangt, sie ganz fertig zu machen. Aber also, ja, ich bin schon viel gefahren eigentlich. Also, ich habe meine Erfahrungen können machen mit dem Autofahren. Wie ist es kostenmässig im Vergleich zur Schweiz auch billiger, wie sonst das Leben? Es ist, also die meisten Sachen sind viel billiger. Sind billiger, ja. Jetzt so Markensachen wie Apple oder irgend so grössere Sachen, so Markensachen sind schon gleich Preis meistens. Aber so Essen oder Benzin oder merken das Ganze. Yeah. Musik, Sport ist auch ein Thema. Ja. Yeah. Du hast dich auch ein bisschen betätigt in Freizeit. Ja, also in Amerika ist es ganz extrem, dass sie durch das Jahr durch immer etwas anderes machen. Und jetzt... Also jeder hat irgendwie 3 Sportarten, die er betreibt. Genau, ja, meistens schon. Und für mich ist das jetzt so gesehen, ich habe Football gespielt im letzten, also letzten Sommer sozusagen. Mhm. Und im Winter durch hat es Basketball gegeben, aber eben nicht so interessiert. Von dem her habe ich nur zugeschaut. Und nachher im Frühling habe ich Leichtathletik gemacht und das ist einfach Säckeln, Kugeln stoßen, Diskus werfen. Je nach Jahreszeit in dem Fall. Genau, ja. Du bist einst oder ein paar Mal sogar American Football schauen. Ja. Du hast ein kleines Film gemacht. Schauen wir doch schnell dort rein. So sieht es also aus in so einem Stadion. Wie ist so das Feeling bei 50 bis 100.000 Leuten, wenn die um einen herumhocken und alle jubeln und essen? Und also, es ist ganz extrem. In diesem Stadion waren es jetzt 90.000 Leute. Und sie haben seit 300 Spielen immer ausverkauft. Und sie haben wirklich einfach, jeder war sozusagen Fansektor. Also im Fansektor. Es hat keinen Fansektor dort gegeben und dann sind die normalen Leute irgendwo anders gehockt. Ja, es ist einfach alles durcheinander. Ja. Genau, und jeder ist irgendwie, hat rote Kleider an, weil das Farbe vom Team war. Ja. Und haben wirklich bei jedem Touchdown gejubelt und es war wirklich ein Riesenfest. Wie sieht es aus beim Nachwuchs? Nachwuchs sagen dort alle, ja, ich will mal Profispieler werden in dieser und dieser Sportart, oder? Ja, die meisten ist auch ein Ziel irgendwie. Also, jetzt einen hatte, ein Kollege, der im Wrestling ist der State Champion wurde. Mhm. Und der hat auch vor, auf eine höhere Liga zu spielen. Oder für WFK im Football, weil sie erfolgreich sind. Aber das ist weltschwierig. Ja. Es gibt auch gleich viele Leute, die das wollen. Und von dem her ist es schwierig, dort herzukommen. Du bist jetzt knapp ein Jahr dort gesehen, hast Kultur, das Essen, Musik, alles können, ja, gelernt. Genau.
mit welchen, sagen wir mal, drei Wörtern würdest du das ganze Geschehen zusammenfassen? Extrem. Extrem, ja. Hammer, einfach wirklich, es war ein richtig geiles Jahr gewesen. Und Essen. Also wärst du noch länger geblieben, Tempo? Ja, also ein paar Monate wär schon noch gut gewesen. Hat es etwas gegeben, wo Angst hättest du haben wollen? Oder wo hättest du irgendwie anpassen können? Ich hätte gerne ein bisschen mehr so die grossen Städte gesehen. Also ich bin schon wirklich weltumgereist mit meiner Gastfamilie. Ja. Und bin auch dankbar für das. Aber so die Westküste oder so konnte ich leider gar nicht anschauen. Das hat mich schon noch gereizt. Ja, ich denke, du bist nicht das letzte Mal dort drinnen gesehen, oder? Ja, sicher. Aber bist du gerne wieder heimgekommen nach diesem Jahr? Also einfach Kollegen zu sehen und so. Und es ist halt schon, in der Schweiz hast du viel mehr Freiheit. Also, mit Altersgrenzen und so. Von dem her, das ist schon ein Luxus, den wir hier haben, kann man sagen. Du hast gesagt, du bist ein bisschen umgereist. Was mich würde interessieren, bist du so in einem grossen, fetten Freizeitpark? Ja, so, genau. Europa-Park XXL. Das hat sie dort ziemlich, oder? Zum Schauen. Ja, es hat wirklich riesengroße Parks und so. Aber wirklich viel spezieller als der Europa-Park. Es ist eigentlich wirklich, es hat schon mehr Achterbahnen und grössere und speziellere. Ja. Aber es ist anders, sieht es nicht wirklich aus in der Europa-Park. Was mich auch noch würde interessieren, als ÖV-Fan, wie ist so der öffentliche Verkehr auf dem Land vor allem? Du bist einfach schon aufs Auto angewiesen, oder? Ja, ist das so. Also, ich bin nie mit einem Bus oder mit einem Zug gefahren in Amerika, aber wirklich alle sind mit Autos gefahren und auch jeder hat ein Auto gehabt. Das ist einfach so ein Monopol, sozusagen. Und also ja, schon ÖV habe ich schon ziemlich vermisst. Es ist halt schon gäbig, einfach mal in den Bus zu steigen und einfach in die Stadt gehen oder so. Du bist jetzt wieder heimgekommen, zurück in die Schweiz. Amerika kostet vielleicht wieder einmal, aber was machst du in den nächsten Jahren hier in der Schweiz? Ich fange jetzt im August von der Lehre an, beim Bund, also beim Bundesamt für Informatik und Telekommunikation. Und dann muss ich mal dort schauen, dass ich wirklich dass ich gut mitkomme und alles kann lernen und so. Und weiterhin mache ich auch hier im Swiss Youth TV verschiedene Sachen hinter der Kamera. Wird man die wieder gesehen? Ja, das sicher. Gut, merci vielmals. Ich würde doch sagen, bitte. Du hast so ziemlich etwas erzählt gehabt. Natürlich noch längst nicht alles, aber das Wichtigste haben wir glaube behandelt. Ja. Merci vielmals für das kleine Gespräch. Bitte. Und wir werden sicher wieder etwas von dir sehen. Sicher, ja. Merci auch an dich, hast zugeschaut und ich denke auch, du schaust das nächste Mal wieder zu, wenn es wieder heisst Swiss Youth TV Kompakt.